Präsident, Hohes Haus, Kollege Biesenbach hat es schon erwähnt, zum wiederholten Male, genauer gesagt zum dritten Mal, beschäftigt sich der Bundesrat mit einem Entwurf zur Einführung von Kammern für internationale Handelssachen. Bisherige Initiativen scheiterten stets an der Umsetzung im Deutschen Bundestag. Kolleginnen und Kollegen, das sollte uns nicht entmutigen, denn bekanntlichermaßen sind aller guten Dinge drei und gerade die Ereignisse der näheren Vergangenheit führen vor Augen, dass an der Berechtigung dieses Entwurfs kein Zweifel bestehen kann. Die Justiz ist ein Standortfaktor für die einheimische Wirtschaft. Das deutsche Recht und die deutsche Gerichtsbarkeit sind dabei nicht nur hierzulande bekannt und bewährt, sondern werden weltweit zu Recht hochgeschätzt. Dennoch, meine Damen und Herren, werden bedeutende wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten oftmals vor ausländischen Gerichten oder vor Schiedsgerichten ausgetragen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die Gerichtssprache Deutsch. Für internationale Prozessparteien ist der Zwang, das Verfahren in einer für sie fremden Sprache zu führen, abschreckend. Daran kann auch die bislang vorgesehene Möglichkeit, die mündliche Verhandlung in einer anderen Sprache zu führen, nichts ändern. Denn die Verfahrenssprache ist und bleibt Deutsch. Schriftsätze, die in internationalen Unternehmen regelmäßig intern auf Englisch abgestimmt werden, müssen also anschließend aufwendig übersetzt werden. Der deutschen Justiz gehen durch diesen Umstand nicht nur Streitigkeiten verloren, die zur wesentlichen Weiterentwicklung der Rechtsprechung beitragen können. Bedenklich ist auch, dass dadurch, und Kollege Biesenbach hat es auch schon erwähnt, deutsche Unternehmen von ihren Vertragspartnern häufig zur Vereinbarung ihnen fremder Rechtsordnungen und Gerichtsstände gedrängt werden. Der Entwurf schafft hier Abhilfe, indem er ein in rein englischer Sprache geführtes Verfahren ermöglicht. Bedeutung hat dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Brexit. Dieser wird zu erheblichen Verlagerungen, gerade im Bereich der Finanzwirtschaft, führen, die bislang überwiegend in Großbritannien abgewickelt wird. Der Brexit ist damit nicht nur eine große Herausforderung für Deutschland, er ist zugleich in diesem Bereich eine Chance, sich als internationaler Gerichtsstand zu etablieren. Wettbewerbsfähig sind wir, meine Damen und Herren, jedoch nur, wenn wir auch dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Und dies wollen wir mit dem vorliegenden Entwurf tun. Meine Damen und Herren, deutsche Gerichte funktionieren auch auf Englisch, und zwar sicher genauso gut wie auf Deutsch. Lassen Sie uns also den Gerichtsstandort Deutschland stärken. Ich bitte Sie daher, die gemeinsame Gesetzesinitiative der Länder Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erneut zu unterstützen.